Hatten wir hier im XY-Studio tatsächlich einen Mörder sitzen? Diese Frage muss seit vergangener Woche mit Ja beantwortet werden. Hallo meine Lieben, heute kommt ein Video, das nun mal so gar nichts mit dem Universum oder UFOs zu tun hat, mich aber dennoch so erschreckt hat, dass ich es euch nicht vorenthalten möchte. Es geht um Christian F., den in erster Instanz verurteilten Mörder von Maria Baumer. Das Erschreckende daran, er saß im ZDF-Studio der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und gab dem Moderator ein Interview, in dem er sagte, er suche verzweifelt nach seiner Verlobten, die er zu diesem Zeitpunkt schon getötet hatte. Mehr zu diesem Fall und die unverpixelten Bilder des verlogenen Interviews seht ihr nach dem Intro. Eine Woche nach dem Mordurteil gegen den Verlobten von Maria Baumer greift die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst das Thema erneut auf. Aus gutem Grund, denn der 36-jährige Mörder saß 2012 in der Sendung und Moderator Rudi Zerne führte ein Interview mit ihm. Damals betrauerte Christian F. noch das Verschwinden seiner Partnerin, obgleich des Wissens, dass er sie wenige Monate zuvor getötet hatte. Dieser wurde nun diese Woche vor dem Landgericht Regensburg wegen Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten die besondere Schwere der Schuld fest. Christian F. hat seine damalige Verlobte Maria Baumer nach Überzeugung des Richters an Pfingsten 2012 heimtückisch vergiftet. Er mischte eine tödliche Dosis eines Beruhigungsmittels in den Kakao, den das Opfer zu sich nahm. Bevor er die Leiche anschließend im Wald vergrub, bestreute er sie mit einer ätzenden Lauge, die den Körper größtenteils verflüssigte. Nach Maria Baumers Ermordung spielte der 36-Jährige den arglosen, verzweifelten Verlobten, der sich das Verschwinden seiner Verlobten nicht erklären könne. Er meldete die damals 26-Jährige als vermisst und trat mit ihrer Zwillingsschwester in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst auf, um nach ihr zu suchen. Diesen Ausschnitt zeigte nun die Redaktion in der vergangenen Sendung. Dabei verzichteten sie, den Mörder Christian F. unkenntlich zu machen. Ich versuche mir gerade mal vorzustellen, Sie wollten am 8. September heiraten. Wie groß der Grad der Verzweiflung bei Ihnen sein muss? Kann man das in Worte fassen? Man kann es nicht in Worte fassen. Also es war die ersten Wochen schon schlimm, wo man einfach nichts wusste, die Ungewissheit da war. Und ich arbeite weiter, weil das ein riesen Halt für mich ist die Arbeit, meine Kollegen, ein geregelter Ablauf. Und so muss es halt irgendwie weitergehen. Als Tatmotiv wurde die Angst vor einer Trennung angeführt. Der Täter hatte sich während der Verlobung in eine andere Frau verliebt. Die Hochzeit mit Baumer hätte er platzen lassen müssen. Zudem hatte er sein Studium in den Monaten vor der Hochzeit schleifen gelassen. Die Scham, dies vor sich selbst und seiner Familie einstehen zu müssen, hätte ihn zu der Tat verleitet.